Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kirchen beschäftigt seit 2015 ein Thema intensiv: Flucht und Asyl. In Sachen Aufnahme und Integration von Flüchtlingen ist die katholische Kirche längst aktiv geworden. Sie hilft auf verschiedenen Ebenen. Kein Wunder also, dass sich die Jugendverbände der Gemeinschaft christlichen Lebens in der Diözese Passau bei ihrer Diözesankonferenz auch intensiv mit Flucht und Asyl auseinandersetzten. Von 7. bis 9. Oktober haben sie auf Oberhaus miteinander diskutiert und schließlich mögliche Lösungsansätze erarbeitet. Und genau darüber spreche ich heute mit Gertraud Kuhles und Jonathan Ilk vom JGCL, Diözesanverband Passau. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Genau, vielen Dank. Ja, das Haltungspapier Flucht und Asyl der JGCL-Bundesverbände ist ja auch bei der Diözesankonferenz auf den Tisch gekommen. Worüber habt ihr diskutiert und was waren die zentralen Inhalte des Papiers? Also grundsätzlich muss man mal zur Vorgeschichte einfach sagen, dass auf den Jahreskonferenzen auf Bundesebene das Thema einfach hochgekommen ist, dass viele bayerischen Diözesen das auch wirklich ein Anliegen war und einfach mal nachgefragt hat, was ist eigentlich unsere Haltung dazu. Und dann ist die Idee gesponnen worden, ein Haltungspapier eben zu entwerfen. Das ist im Juni verabschiedet worden auf der zweiten Bundeskonferenz. Und uns war es einfach wichtig, dass Papiere von der Bundesebene auf Diözesanebene und der Basis zugänglich gemacht werden, damit die nicht einfach nur in irgendwelche Papierfächer und Papierkästen verschwinden, sondern wirklich auch inhaltlich an die Jugendlichen kommen. Und was steht im Zentrum von dem Papier? Also grundsätzlich geht es darum, wirklich eine Position zu markieren für die Leute an der Basis, dass wenn sie gefragt werden, okay, Flucht und Asyl, großes Thema, ihr seid die JGCL in Pfarrkirchen oder Haselbach-Windorf, wie geht ihr eigentlich damit um und was ist eure Haltung dazu? Wunderbar. Bei der Konferenz gab es ja jetzt auch einen Studienteil Interkulturelles Training und den Punkt Maßnahmenpaket. Was war da konkretes Ergebnis? Ja, der Studienteil, der dockt eigentlich direkt an das Haltungspapier an. Mhm. Wir haben halt gesagt, das Ganze soll jetzt nicht nur in der Theorie einfach stehen bleiben, sondern wir wollen das irgendwie praktisch in unsere Verbände mit einbringen und haben uns dann eben zum Studienteil auf die Diözesankonferenzen entschieden. Und das ging ganz praktisch mit beispielsweise im Kartenspiel. Wir haben ein Kartenturnier gemacht. An 4 verschiedene Tische haben quasi Menschen zusammengesessen und haben Karten gespielt miteinander. Und die haben alle unterschiedliche Regeln gehabt. Und Einzelpersonen haben dann Tische gewechselt. Und dadurch ist einem sehr schnell klar geworden, wie das ist, wenn man ja, in einer Gruppe von Menschen kommt, die andere Spielregeln haben, wo es einfach anders zugeht. Und man ist sehr schnell in das Bewusstsein gekommen von Menschen, die möglicherweise auf der Flucht sind und dann in ein anderes Land kommen, in ein fremdes Land, wie es denen geht. Ja, das Motto hat ja gelautet, wir zeigen Profil, du auch. Und jeder konnte sein persönliches Profil auch einbringen. Wie sieht jetzt genau das Profil der Jugendverbände wie eurem aus in Sachen Integration und wie wollt ihr das zeigen? Also grundsätzlich hat es ja schon einige Veranstaltungen und Aktionen innerhalb dieses Bereiches geben. Wir haben schon 2014 ein thematisches Wochenende zum Thema Flucht veranstaltet und letztes Jahr auch 2 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge im Zeltlager mit dabei gehabt. Und Sie haben vorhin die Maßnahmensammlung angesprochen und das haben wir auf den Diözesankonferenzen wieder gemacht. Einfach was den Mitgliedern, was die für Bedürfnisse haben, was wir machen könnten. Und da ist ganz stark einfach gekommen, dass wir verstärkt die ja wieder zu unseren Veranstaltungen einladen. Und haben derzeit auch im November von 28. bis 30. Oktober wieder ein thematisches Wochenende, wo es dann hauptsächlich zum Thema Meinungsbildung geht. Und beides, sowohl das interkulturelle Training als auch jetzt dann dieses thematische Wochenende, läuft dann auch schon über die BDK-Bundesaktion ein bisschen mit, Thema Zukunftszeit. Und da ist im ersten halben Jahr das Hauptmotto, sie schlau machen. Und darum geht es uns einfach jetzt auch, damit wieder ein bisschen Sensibilität bei den Mitgliedern da ist und dass sie da gut arbeiten können dann auch vor Ort. Dass man sich auch inhaltlich stärken kann. Genau. Ja, bei der Integration stehen wir alle ja oft noch ganz am Anfang. Maßnahmen haben gerade erst begonnen. Was habt ihr da auf lange Sicht vor? Ja, wir haben uns ja im Studienteil im Nachgang mit einer kleinen Auswertung beschäftigt. Also wir haben einfach immer verschiedene Ideen gesponnen, wie man die Thematik nachhaltig in unsere Verbände einbringen könnte.
Und da ist unter anderem auch ein Punkt gewesen, dass wir unsere Maßnahmen einfach öffnen möchten für Kinder und Jugendliche, die geflohen sind, um einfach da mehr Teilhabe bieten zu können. Das war so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir einfach unsere eigenen Jugendlichen ein bisschen mehr befähigen möchten im Umgang, bis das Bewusstsein schärfen dazu und eben dann auch Maßnahmen zur Thematik anzubieten. Also wie eben dieses thematische Wochenende, das in St. Max stattfindet, wo es um die eigene Meinung geht, die zu schärfen und auch wissen, in welchem Kontext, also im aktuellen Kontext, die einzubringen. Ja, je mehr Kontakt man hat, desto weniger kommt man auch auf Angst, gell? Genau. Wunderbar. Ja, das klingt alles nach tollen Maßnahmen. Wir wünschen euch viel Glück dabei. Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.